Twawa people from Lampedusa, different Twawa Dudu we have. She didn't say anything. She said Lampedusa people will move around Berlin and Brandenburg. Then I asked her, what about Munich? They will be allowed to go to Munich? She said no. So what does it mean? We are here not fighting for house or for any humanitarian aid. We are here fighting for our political solution. That's why we people, I myself and others, we left the lagers. Now they want to put our people back. That's why we said today from today, I myself, I'd rather go to jail, but I will not leave this place. I will sleep here. I will sleep here until the Berlin government, the German government, find a political solution for our problems. We are not going anywhere. If there's no political solution, if they are giving right the people to work, the people to, the right to move everywhere they want, I wouldn't fight. Hey, brother, you have your house. Und heute Morgen sind, befassen sich die Grünen und die SPD mit eben dieser korrumpierten Minderheit hier an den Platz zu räumen. Wir haben ein bisschen Werbung für die Flüchtlinge, die hier Platz Letztendlich kam der Himmel. Lagerlar kapatıldı mı? Abşubuklar durduruldu mu? Und wir fragen euch, die zurückgeblieben sind, warum räumt ihr den Oranienplatz? Es gibt keinen Anlass, die Residenzpflicht herrscht immer noch. Es gibt immer noch Lager und es werden immer noch Abschiebungen vollzogen. Bu insanlara 6 ay durduk vereceksiniz. Sonra Dublin Rus devreye girecek ve Abşubuk edilecekler. Bunların... Ihr habt diese Menschen, die sind mit dem Platz mit eigenen Händen geräumt haben, gefälscht. Ihr habt ihnen gesagt, sie bekommen Duldung. Aber Duldung bedeutet, dass 6 Monate Abschiebung wegen Dublin 3. Der Dublin 3 karşısında ne SPD'nin ne Yeşil Parti'nin hiçbir rolü yok. Und die Dublin 3 Abschiebungen kann keine Kollaps und kann keine Hermann verhindern. Biz delegasyon grubundan bir kesim Abşubuk projesine ve Doldum projesine imza atmadık. Wir als ein Teil der Delegation, die Verhandlungen geführt haben, haben es abgelehnt, die Räumung und die Abschiebungen zu unterschreiben. Burayı yıktınız. Göttingen'de yeni bir proteste kampı kurulacak. Belki gelecek hafta başka bir yerde yine proteste olacak. Hepsini nasıl yıkacaksınız? Jetzt habt ihr noch einen Platz zerstört, aber der Protest geht weiter. In Göttingen gibt es ein neues Protestkampf. Und ihr weiß, nächste Woche sind wir wieder woanders und wir machen weiter. Hallo. Hallo. Hallo.